Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Da wird jetzt hier ein kleiner Cut. Einfach nur, weil ich eigentlich nur ein bisschen Gacha spielen will. Ne? Wir befinden uns so ungefähr einen Tag später nach der letzten Aufnahme und ich habe schon so ein bisschen meine Sachen hier ausgegeben, meine Energie. Ich kann sie ja jetzt ausgeben, sehr gut. Ne? Ich habe hier schon einige meine Charaktere hochgelevelt. Ich habe es alle auf Level 15 gemacht. Mir fällt ehrlich gesagt jetzt schon irgendwie hier auf, ich kann nicht viel irgendwie jetzt hier hochleveln. Ich habe jetzt für jeden Charakter hier diese Passive hier gelernt, ne, weil das einfach nur Geld hier kostet, ne, Dennis, ne. Ich habe jeden Charakter hier auf Level 15 gemacht, um das machen zu können, weil das kann man erst auf Level 15. Ich habe genug. Ich musste noch nicht mal irgendwie Erfahrungspunkte erstmal grinden, ich habe noch genug. Und ja, ich habe auch alle Waffen, die ich ausgerüstet habe, hier auf Level 20 gemacht für die meisten Charaktere. Das ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt hier noch so ein bisschen fehlt. Ich habe alles abgegradet, weil ich habe, weil mir gehen schon irgendwie so ein bisschen die Sachen aus, die ich grinden kann, weil ich halt noch am Anfang bin, nehme ich an, ne? Und da gibt es nur eine Lösung für mich. Ich brauche mehr Charaktere, auf die ich mich fokussieren kann. Deswegen sind wir hier, ne? So, ich habe Level 15 erreicht vor ein paar Minuten, weil ich halt hier einfach nur da reingegangen bin und gegrindet habe. Ich habe 600 Erfahrungspunkte bekommen, was hier ja voll viel ist. Und ich habe, glaube ich, dafür als Belohnung 10 von diesen Kassetten bekommen. So, dann gibt es ja noch den Laden. Und zwar hier, das ist ja dieser Laden, mit dem man hier Sachen eintauschen kann für die Gacha-Währung, die man zurückbekommt als Kompensation, ne? Und ja, da gibt es natürlich auch wie in Genshin in Honkai Star Rail hier einmal pro Monat, nehme ich mal an, diesen Rabatt, und da kann man sich dann 5 Dinger holen, ne? Und das machen wir jetzt mal, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir uns die, und ich glaube, ich habe auch genug für die, ne? Ja. So. Haben wir für unseren Monat hier die Dinger schon mal geholt, ne? Ich das dafür ausgeben werde, wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, ich brauche im Moment nicht viel. So, das hier fasse ich noch nicht an, ne? Jetzt könnte ich sowieso nur 2. Hier kann man sogar Charaktere holen, wenn man genug Dinge hat. Billy und Lucy, ne? Gut. So. Jetzt sind wir hier. So, gehen wir mal hier hin. Ne? Bell, bring mir Glück. Hier mit diesem Bild auch. Und dann gehen wir zweimal hier hin und spielen Gacha. Und dann danach gibt es wahrscheinlich einen Schnitt, weil mehr will ich eigentlich nicht machen. Ne? Dann geht mein Grind wieder weiter, ne? Also ja, hoffen wir, dass wir wieder 2 neue Charaktere kriegen, ne? Philipp. Im besten Fall. So. A-Rang-Signal war besser. Garantiert in 7 suchen. Okay. Warum in 7? Ich habe da immer nur 10er Dinger. Nee, ich habe immer 8er gemacht. Genau. Oh. Deswegen ist das so komisch. Egal, einer. So. Na, ja, Antivirus. Klappt das hier genau gerade auf. So. Ja, wieder nur ein A. Boah. Bitte ein Charakter. Bitte ein Charakter, den ich haben will. Es gibt 2 Charaktere, die ich haben will. Din, 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 din. Ah. So. Weil ich habe zu wenig Charaktere, die ich hochleveln kann. Also im Moment. Ich weiß gar nicht, wofür ich meine Energie ausgeben soll. So, schon wieder ein Ding. Ich habe genug Waffen, aber ich habe noch keine Charaktere. Boah, ich hab schon wieder eine Waffe bekommen. Boah, ich weiß sowieso noch nicht genau, ob die für alle gut sind oder nicht. So. Nochmal. Jetzt bin ich ein Charakter. Ich brauche einen Charakter, ich brauche keine Waffen. Es gibt so wenig Charaktere. Ich habe immer nur einen. Boah. Boah. Bitte irgendein Charakter, bitte irgendein Charakter. So, ach Gott. Bitte ein Charakter. Ich brauche nicht diese Pokebälle, diese Gladusbälle. Na komm. Schon wieder sie. Corin, ich hab dich doch schon. Ich meine, ich benutze dich, aber trotzdem. Boah. So viele doppelte Charaktere bekommen wir in letzter Zeit. Oh Mann. Ja, hatte ich so viel Glück mit meinen 5 Sterne. Mit meinen
mit hier die eine Kollegin, mit der einen Maid, ne? Boah. Kann ich ja schon wieder keine Charaktere leveln. Wie machen wir nochmal hier? So. Von Gegner mit Collins Kettenangriff oder Ultimate, den von ihr vor sind Schaden am Ziel. Ne, ne, ne. Einfach nur beschaden. Keine Sorge, oh, sie hat jetzt zwei Kettensägen oder so. Hat so wenig Charaktere, auf die ich mich fokussieren kann. Und ich will jetzt nicht hier alle auf Level 20 bringen, weil dann wird die Story wahrscheinlich voll easy, ne? Aber ich werde wohl keine andere Wahl haben, ne? Weil ich halt nicht weiß, was ich anders hier grinden soll. Weil es gibt keine Komponente und so hier für Talente oder irgendwie sowas. Mhm. Also ein bisschen traurig. Ich will mehr Charaktere haben. Boah. Ja, oder was soll man machen, ne? So. So, ich werde weiter die Woche hier grinden, ne? Das dauert ja nicht lange, ne? Das sind immer nur 2-3 Kämpfe. Von daher ist halt eigentlich relativ chillig. Aber mir gehen die Dinger irgendwann mal aus, ja. In die Signalsuche. Die sie einfach zu bekommen, denn ich glaube Level 30 oder so bekomme ich auch wieder welche, ne? Ich habe ja hier von habe ich das bekommen, ne? Level 20, nee, auf Level 20 gibt es wieder die nächsten 10, dann auf Level 25. Aber das dauert noch so lange. So lange wird das, glaube ich, jetzt nicht dauern, Level 20 zu erreichen, aber für mein Glück. Aber hier kriegt man ja auch noch welche. Da kriege ich auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Na gut, ja, was soll man machen, ne? Gut. So, war's dann. Ne? Wir sehen uns dann, wenn die Folge hier weitergeht oder ich wieder genug Dinger zusammengegrindet habe, ne? Dann wird jetzt hier so ein kleiner Trend hier. Also ja, wir sehen uns dann. Wann auch immer. Bis gleich. Ja, hi. Und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ja, wie geht's, wie steht's? Da nicht mal der dritte Part, glaube ich, heute hoch. Ich glaube, der dritte Part geht heute hoch und ich muss immer noch weiter aufnehmen. Und ja, ich muss weiter aufheben, einfach nur, weil ich schon alles gegrindet habe, was man grinden kann. Und ich sitze schon wieder hier auf hier fast volle Energie, ne? Und ja, ich glaube, ich hier so einen kleinen Gacha-Part hier reingehängt, ne? Bevor diesen Part, glaube so 7 Minuten waren das, ne? Und wir machen heute mit der Story weiter. Ich habe, wie gesagt, schon alles gegrindet, was man grinden kann. Ich habe halt noch nicht so viel Charaktere und ich kann noch nicht so weit grinden, deswegen dauert halt nicht so lange. Alle meine Charaktere sind schon auf Level 20 und ich muss Level 20 erreichen, um die weiter hochleveln zu können und wahrscheinlich neue Sachen ja zu lernen, ne? Aber ich kann auch nicht auf Level 20 hier hoch leveln, weil ich glaube ich erst, weiß nicht, ich weiß nicht, wo man das, ich weiß halt, wenn ich Dreieck drücke, dann komme ich da in dieses eine Menü, aber dann sieht man hier meine UID schon wieder und ja, das ist ein bisschen doof. Also wie gesagt, ich habe alles schon gegrindet, was ich grinden kann. Das waren eigentlich nur so 2 Tage oder so und ich habe schon alle Waffen auf Level 20, ich habe schon alle Charaktere auf Level 20 und im Moment weiß ich nicht, was ich hier grinden soll, ne? Ich könnte hier Erfahrungspunkte und Waffen Erfahrungspunkte aufstocken und all sowas, aber ja, mehr gibt es ja gerade nicht. Ich habe mal hier irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwie konnte man, genau hier dieses Training, da konnte man nämlich die Charaktere alle mal ausprobieren. Da gab es hier für jeden Charakter hier so einen kleinen Trainingskurs, den man abschließen konnte. Und da konnte man irgendwie so ein paar Sachen herausfinden. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass Nicole die ganze Zeit Fernkampfangriffe macht mit ihrem Kopf. Also sie greift Gegner mit ihrem Kopf an und da sind die ganze Zeit Fernangriffe. Das habe ich nicht gewusst. Wenn Anbi irgendwie hier angreift nach ihrem dritten Schlag, kann sie irgendwie ihre Klinge aufladen und so. Sukako kann diese Flagge platzieren, dieses Paddel, und dadurch ihre Angriffe verstärken. Also ich weiß jetzt so ein bisschen, wie man alle Charaktere ein bisschen steuert, ne? Ihnen seine Angriffe können aufgeladen werden hier mit so einem Elektrobohrer. Billy wussten wir ja schon, wenn wir gedrückt halten, dann ballert er die ganze Zeit, ne? Also ja, ich weiß so ein bisschen hier bei jedem Charakter, wie man den jetzt ein bisschen besser steuert, ne? Was nicht schwierig ist, weil ich nur ungefähr 5-6 Charaktere habe, ne? So, wir machen hier weiter, ne? Ich muss hier weitermachen, um mehr Sachen freizuschalten. Weißt du, bist zurück. Was hast du auf da für eine Schachtel? Doch nicht etwa ein Geschenk für mich? Weiß ich nicht. Du informierst Bell über die Geschehnisse im Café und im Club der Haya. Genau, letztes Mal haben wir ja die ganzen Grinding-Sachen hier freigeschaltet.
So ist das also. Ich hörte, dass diese Assoziation anscheinend auch in einem VR-Spiel entwickelt hat, welches sich um ihre Höhlen dreht. Ich hatte nicht gedacht, dass es davon sogar eine Vision für Heimgeräte geben würde. Obwohl ja noch kein Aufkleber mit Testversion draufklebt. Das Assoziation ist anscheinend überaus darum bemüht, frisches Blut zu rekrutieren. Hinweis, dieses Gerät wird nur... Achso, Ferry ist die ganze Zeit am Reden. Hinweis, dieses Gerät wird nur als Heimgerät kategorisiert und die Informationen in der Gegnerkarte auf dem Server wurden entschlüsselt. Datenabgleich läuft. Die Entschlüsselung der VR-Geräte an, der hier HI, soll ich einfach hier sagen, beträgt 12%. Warte, Faye, wann hast du das alles getan? Innerhalb von 5 Sekunden, nachdem sich dieses Gerät mit dem Haus Strom verbunden hatte. Hinweis, es wurde keine Möglichkeit gefunden, Belohnungen der Assoziation über Trainingsaufzeichnungen von Heimtestgeräten zu erhalten, ohne den Datenüberwachungsalarm der Assoziation auszulösen. Frage, ist es erlaubt, den Datenüberwachungsprozess der Assoziation anzugreifen, um so die Daten des Heimgeräts zu manipulieren? Warte, gehen wir da einfach rein und hauen die alle kaputt, oder was? Ferry, hast du etwa vergessen, dass wir unsere Identität verbergen müssen? Verstanden, mein Meister ist also gewillt, sich den drakonischen Regeln der HIA zu unterwerfen und verzichtet so auf eine bequeme Methode, Belohnung zu erhalten. Lass gut sein, Ferry. Es wäre ohnehin eine unerwartete Ausbeute. Da lohnt es sich nicht zu riskieren, durch solche Aktionen von der HIA ertappt zu werden. Auch wenn es sich nur um Training handelt, ist es für uns durchaus brauchbar. Ich habe mir die Einführung durchgelesen. Die Feinde, gegen die man antritt, sind Gegner, die man auch in den Höhlen angreifen kann. Das hat wortwörtlich das, was ich gemacht habe, offscreen. Mit dieser Testmaschine können wir im VR-Spiel gezielt Kampftechniken üben. Okay, das ist wortwörtlich das, was ich schon gemacht habe. Du hast dich im Raum umgesehen, aus irgendeinem seltsamen Grund ist die VR-Testmaschine ein wenig entfernt von dem HDD-System platziert. Apropos, ich habe das Gefühl, dass es zurzeit plötzlich so viel mehr zu tun gibt, weil sich ein neues Konto eröffnet habe. Vielleicht sollte eine Übersicht erstellt werden. Das habe ich mir auch gedacht. Ha, weiß, ich wusste, du würdest mit mir daran denken. Was ist das? X. Auf der linken Seite des Computers kannst du die freigeschalteten Spielmodi einsehen. Ah, können wir jetzt hier. Rechte Seite kannst du gewünschte Ressourcen auswählen und auf Fortfahren drücken. Ah, jetzt haben wir Dailies freigeschaltet, ne? Nehme ich an. Melde ich heute im Spiel an, ja. Hier kannst du den heutigen Zeitplan einsehen. Um das Engagement zu erhöhen. Reicht die vorgegebenen Engagement-Dings. Ja, das habe ich alles schon gemacht. Hier Kaffee getrunken und so. So, boah. Ich sollte auch Erfahrungspunkte, weil ich muss Level 20 erreichen. Mache ein Foto von der Katze. Mache ein Foto. Ich genieße eine Portion Nudeln. Gehen die Spieler und spiele 2 Spiele. Nehmen das Spiel. Mache ein Foto von Foamy Cookie. Mache 2 Fotos. Sind irgendwie am einfachsten. So, dann habe ich schon wieder ein Level Up. Sehr gut. Ich muss noch Level 20 erreichen, damit ich mehr Sachen hier freischalte. So, ich wollte jetzt aber eigentlich heute hier weitermachen mit der Story. Okay, ich wollte schon sagen, hier kommt nicht mal. So. Ah ja, aber ich Level 19, alles klar. Okay, also wir haben jetzt Dailies freigeschaltet, das heißt, jetzt kriege ich hier meine Punkte für meine Puls, ne? Ich habe 10 Dinger davon, cool. Ich will aber nicht diese Gacha spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, können wir Story weitermachen? Das war ein ziemlich anstrengender Tag. Weiß, was ist als nächstes dran? Ach, übrigens, die Kommandante sagt, dass sie etwas später zu uns kommen wollte. Ich weiß nicht, wo sie gerade ist. Ja, stimmt auch wieder. Die Kommandante würde die eine Nachricht senden, wenn sie sich mehr weit entfernt ist. Weil schau mal in deinen Knock Knock, um du eine Nachricht bekommen hast. Ach, das Ding, wie hast du mich genannt? Geht's dir gut? Ich bin wieder da. Fast an der Sixth Street angekommen. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Das habt ihr doch, oder? Das dauert manchmal so lange. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Videothek. Ich sehe euch später in der Videothek. Okay. Okay. Wartet auf mich. Bei mich. Ich will nichts verpassen. Okay, dann was ist das hier? Ach, das ist aber nicht das Wort, was ich gerade gezeigt habe. So, aber das hier mit auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Also, wir kriegen hier einfach Belohnungen jeden Tag, was nicht schlecht ist. Da kriegen wir aber eigentlich nur Geld. So, Special Event:
Komm mal zur Tür der Videothek geöffnet, stirbt Nekomata hinein. ちょっと、私が持ってたキャロットだと遠い方の出口しかわからなくて。そうだ。爆破が遅れるってニュースをスマホで見たぞ。やっぱり、私は28回しか見たことないね。これはなんか、ニコたちはまだ安全って。これからどうする？すぐに他の方法を探さなきゃって。ネコマタの気持ちはわかるけど、それより先に話すことがあるよね。 Er sieht immer aus, als hätte sie irgendwie auf ihrer Stirn so ein Barcode. Also Nekomata. Sieht irgendwie aus wie so ein Barcode von hier. Nekomata, kore wa daijina hanashi nano. Chakasanai de zenbu hanashite. Anta to Jatoya wa ittai donna mendou goto ni makikomareteru no? Are wa bakuyaku no yusou resha da to. Genau, wir haben ja letztens den Zug aufgehalten, ne? Douste chiankyoku ni gisou shita yatsura ga notteru no? Sore ni あんたは連中を前にしても全然驚かなかったし、それどころか。うん。さあ、見て、あれ、見て、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 うん。さあ、見て、あれ
命あってのなんとやらって。ふみゃ！どうしたのよ、尻尾を踏まれたみたいな声出しちゃって。今、あっちの方に子供が走っていった。はあ、何言ってんの？ここはデッドエンドフォローの中なのよ。子供がフォローに迷い込むケースは確かにある。でもあなたが刺した方は、was eigentlich mit, was eigentlich mit hier unserer Maid? Ah, nee, die ist wieder raus, ne? その子がそっちに。Wir gerettet, glaube ich, ne? 何？最短ルートを行くための嘘だと思ってる？本当に子供を見たんだ。青い服を着てて、茶色い髪のポニーテールだった。Ja, der Schwanz. Gibt's da einen Charakter? Nekomata. Kalini Kodomoga Jitsai Statoste. Marde Sonoko no Kyujo, Yusen Stagate, Yoni Kikoerua. Sarewa Anata no Tosho no Iraito, Kotonaru Tekoto. Was Renaide? Lass wir die einfach sterben. Sore, do you imi? Iraija Naikarate, Maigo no Kodomo, Hote Oite mo ii no? あんたってつまんないゆえに血も涙もないんだ。あ、ただ働きの心配をしてるの？私はあんたとは違うぞ。子供を探す分、追加料金もちゃんと支払う。うん、あなたって意外といい人なのね。え？うん、ちっとばかりビビったぜ。とか言わないかヒヤヒヤしたが、子猫ちゃんは優しいな。猫また、あなたが子供を助けるって決めたなら、それで十分よ。お金を交渉材料にしなくたって、私は。アンビ、せめてお金の話なら私の意見を聞きなさいよ。まったくしょうがないわね。でも、私だって同じ考えよ。子供をこんな場所に置いてけぼりになんてできないわ。まだエーテル適性が安定してない時期だし、自分の身を守る力だってない。フォローにとどまればとどまる。Was wenn ich erklären lasse, ein Kind in der Höhle in Gefahr ist? ここにはデッドエンドブッチャーって。Kann man alles in einen Satz zusammenfassen, ne? そうと決まれば、今すぐ追いかけようぜ。フォローの中では時空が素早く変化してるんだ。Dieses Kind ein spielbarer Charakter. Gibt es kein kleines Kind mit Pferdeschwanz, oder? So wurden wir Freunde, ne? Ja, weil deswegen habe ich mich auch gewundert, warum wir, warum Nekomata irgendwie will, dass wir sie retten, weil irgendwie hat das noch nicht irgendwie so den einen Eindruck gemacht, als würden wir irgendwie, weiß nicht, als wären die voll dicke. Es sah nur so beim letzten Mal so aus, als wären die irgendwie doch, als wären die hier noch, weiß nicht, verfeindet oder so. So, sehe ich irgendwo datiert? Sehe ich irgendwo hier Attribute? Sehe ich hier, welches Level die sind oder sind mir hier vorgegeben? Habe ich hier vorgegebene Charaktere? Ich weiß nicht. Aber ja, ich habe gemerkt, Nicole tut von Weitem angreifen. Mit jedem Angriff tut sie so einen Schuss verballern. Da oben links, ne? Da hat sie also Schüsse, so Munition. Und mit jedem Angriff verbraucht sie so einen Schuss. Wenn man gedrückt hat, kann man wieder nachladen. So, da haben wir gelernt. Bei Anbi, wenn sie nach dem dritten Schlag irgendwie gedrückt hält, macht sie so einen Elektroangriff. Und ihre Fähigkeit soll man auch irgendwie nach dem dritten Angriff einsetzen. Also habe ich alles so durch diese Testphasen hier gelernt. Und bei Billy haben wir eigentlich schon, habe ich schon eigentlich selber herausgefunden. Ne? Man tut gedrückt halten. Dann tut man. Also den seinen Spielmodus habe ich auch schon herausgefunden. Also er kann gedrückt halten und dann, wenn man sich bewegt, wenn gedrückt halten, dann macht er so eine Ausweichrolle und so. Ich habe nur ein bisschen Probleme, irgendwie herauszufinden, in meinem Watt für eine Combo ich mich gerade befinde. Ja, ich drücke zum Beispiel nach dem dritten.
Also da ist der dritte Kombo zum Beispiel. Bei einigen Charakteren ist das voll kompliziert hier, bei Sokako hier, die blaue hier. Da weiß ich manchmal nie immer, in welcher Kombo ich mich gerade bin, weil sie irgendwie mit dem ersten Schlag macht sie nur einen Schlag, dann mit dem, wenn ich da zweimal drücke, dann macht sie irgendwie zwei, drei Schläge und das verwirrt mich ein bisschen. Da denke ich immer, ich bin schon viel weiter in der Kombo, weil sie beim zweiten Angriff schon irgendwie vier, fünf Stütze hier macht. Bei Coin muss man irgendwie gedrückt halten mit ihrer Kettensäge. Aber das ist genauso verwirrend, da weiß ich auch nie mal genau, in welcher Kombo ich mich gerade befinde. Also ist noch ein bisschen schwierig hier. ひっかき傷みたいなのが増えてきたと思わない。さっきで食わしたエーテリアスも前より強力なやつだったわよね。そう言われてみれば確かに。このままじゃ人探しどころか私たちだって危ないわ。なんとかしないとまずいわよ。猫又、本当にあの子を見たの？なんか野党を追いかけても一向に収穫がないのはどうして？ ホローの中は常に変化し続けてるんだぞ。きっとあと少しのところでまた遠くへ転送されたんだ。あすけんしょんとう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 と
Außer diese eine Maid, welche vielleicht ein Geist ist. Ich habe. Ja, doch kein Pferdeschwanz gehabt. Okay. Komm her. Oh ja, Stücke. Da. Von euch. Oh ja, ja, super. Beide ballern wir. So. Ich treffe nicht erst so nah. Guck mal, Kamera hier hin. Ich versuche mal schon vorher auszuweichen, aber klappt nicht. Naja, wohl Danny brauche ich eigentlich nicht. Ich habe genug Geld. Aber irgendwann muss ich farmen. Ja. Na, komm mal da hin. Gameplay ist noch ziemlich einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Täglichen Sachen, die sind auch relativ einfach. Aber wir sind dann am Anfang, ne? Einfach eine übergezogen. Ich hab sogar vielleicht hier, Mädchen. Gern geschehen. Billy. Oh, mein Gesicht. Was, Boss? Ja, sieht so aus. Machen wir platt. Raw. Das ist doch gut, oder? Was war das? Man wird auf ihn landen. Ja. Was ist mit Billy? じゃなくてほらあれを見てくれ。
Hey, was geht? Nach einer kurzen Weile. Alle werden in die Luft gejagt. Wie gedacht, ich das Wort behindert mal im Spiel sehen würde. Fühlt sich irgendwie so komisch an. Klingt doch ehrlich gesagt ziemlich normal. Ich leider will noch mal Leute mitbekommen. Wieso bist du am Lächeln, wenn du das sagst? Da kommen wir ins Spiel. Ich
同じ過ちは繰り返さないって決めたの。そう、あんな大企業と真っ向勝負しようってのね。アンビ、あんたって子は本当に最高なんだから。いい？相手はあのビジョンコーポレーションなのよ。つまりトップス財政ユニオンに次ぐ大企業を相手取れるビッグチャンス。この不祥事を暴けたら、diese Bären?Sind die nicht irgendwie dieser Konzern? Billy, Ambi, Hayak, Kin no Tamago. Zumari, Jumin Tachi ni Tairo no Yo. Jatoya ga Sosho Dairi Nin ni Natte Ageru Tte. Hora, Tsutatte Nai De, Hayak Minna ni Ninjo Kakasete, Hitotsu Nokorazu Kaishu Shite Kuru no Yo. Nekomata, Anta wa Irai Nin da Kedo, Nimmu wo Ataeru wa. Otoshi ni? Koko ni Tojikomerareta Hito Tachi wo Tasuke Tai Ndesho.あんたはこの中で一番足が速いし、何より道を知ってる。いや、yeah, ね、私のボンプを持って行って、ある場所に行って、援軍を連れてきてほしいの。Und wir sind gerade hier. ね。これが真相。ニコたちはひとまず工事エリアで委任状を集めて、ビジョンの動向を探るって言ってた。そして私の任務は。パイトーンに助けを求めることだった。ニコたちと別れた後、私は一人でデッドエンドホローを抜けて、あんたたちの店に来たんだ。嘘はついてない。ニコも爆破エリアの住民たちも絶対絶命の状況に置かれてるんだ。Haben wir nicht gerade gesehen? Warum sollten wir denken, sie glüht? 私と一緒にみんなを助けに行って。ネコマタ、あんたの言うことは信じるよ。ただ。プロ棋士のエキスパートとして私たちはその件に首を突っ込むリスクを警告する義務があるの。ああ、住民たちを全員救い出すとなればビジョンとの正面衝突は避けられない。今さら私を試さなくてもいい。出発した時心に決めたんだ。何としてでもみんなを爆破エリアから救い出す。今の私にはそれしか考えられない。わかったよ。依頼人がそう決心したなら私たちもこれ以上は言わない。それなら早速救助計画を考えよう。このバスケットジャトヤと住民たちは現在カンバス通り駅に閉じ込められている。こことパウルマンのいる監視拠点とは数キロも離れているんだ。だけどパウルマンは住民たちを閉じ込めるために治安局の武装部隊に武装した連中を列車で送り込んだ。そういえば私たちが送らせた列車がそろそろ目的地に着く頃だよね。ってことは住民たちを見張る人がまた増えちゃう。ああ、僕たちの力では正面突破は不可能だ。どうハンバー、 alle sind auf level 20, alle Waffen sind auf level 20. Wir sind voll stark. Wenn ich meine Charaktere benutze, wir müssen eigentlich hier voll durchbattern.閉じ込められた住民たちは、そうやってテオリー。敵を退出じゃないんだろう。だから武装部隊は正面を集中して警戒していると思うんだ。監視拠点の兵士も無限じゃない。大勢を正面の警備に割いてるのなら。そっか、フォローを通って背後に回れば不意をつけるね。ニャイスアイディア。それでそれで。ニャイスアイディア。監視拠点の列車を進み。ニャイスアイディア。フォロー内の線路を使って。カンバス通り駅まで向かうんだ。住民たちには。Angeblich ist das Genre von diesem Spiel Urban Fantasy, ne? Urban Fantasy. Ich weiß, was das ist, aber ich weiß jetzt nicht irgendwie die deutsche Übersetzung davon. Also das ist eine Fantasy-Serie, die so mehr auf so Real Life irgendwie so basiert. Ich glaube, Earthbound oder Mother. Diese Spiele, wo Ness aus Super Smash Bros. Und so kommen oder Lucas.Kommen wir auch aus so einem so ein Rollenspiel, so ein Urban Fantasy Rollenspiel, ne? Nekomata, Bumpo, zretete. Mazo, Nico, to Gorio, ste, Keka, ko, setzmeshio. Atoa. Atoa. Ketchako, skill, dakeda. Okay. Nekomata ist bereits auf dem Weg in die Höhle. Wir sollten ebenfalls unsere Vorbereitung treffen und so schnell wie möglich zu ihr stoßen.
Allerdings wird die Folgeaktion eine ziemliche Herausforderung sein, nicht nur wegen dem Konflikt mit der Vision, sondern auch wegen der unerwarteten Situation, die jeden Moment in der Höhle auftreten können. Immerhin treiben sich in der Sackgassenhöhle ja immer noch gefährliche notorische Ätherier rum, falls alle Charaktere sind auf Level 20. Weiß, wir sollten uns besser gut vorbereiten, für alle Fälle, wenn mir jetzt noch mehr Sachen hier vorgestellt. Meister, du kannst durch Training die Methode zur Materialbeschaffung ausfinden. Brauche ich alles nicht, ich habe alles schon auf Maximum. Schau mal. Ja, brauche ich aber nicht. Ich habe alles auf Dings. Ja, weiter. Nekomanta ist schon zur Höhle aufgeraten. Sollte sich in HD-System einwirken, wenn du soweit bist. Okay. Ermittlung. Ja, wie gesagt, ich muss ja weitermachen. Basisschiff, physisch. Die sind, glaube ich, für Talentsachen. Ne? Talente habe ich für einige Charaktere aufgelevelt schon. Aber wie gesagt, ich wusste. Ich wusste nicht, wo ich die herbekommen habe, ne? Oh, kein Zielort-Sprenggebiet. Heim ist der Sackgassenhöhle. Alles klar, wir gehen wieder. Sind hier neue Sachen? Ne, ne. Und ich glaube, ich brauche irgendwie diese Dinger hier. Diese gelben Dinger hier, um irgendwie überhaupt hochzuleveln. Boah, Level 15. Hochgefährlich. Ich glaube nicht. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ich gehe mit meinen probieren. Na, jetzt geht mir das Spiel wieder hier welche vor. Na gut. Wenn ich mit meiner mit 20 Charakteren reingehen würde, dann würde ich ja voll durchbrettern. Wir sind schon direkt da. Ah, nee, wir sind wieder hier. Okay, muss schon sagen. Okay. Ja, es war einfach nur Großmütterchen. Aber wir haben extra einen Tag gewartet aus irgendeinem Grund. Du machst dir solche Sorgen um uns. Wollte schon sagen, wer sagt das hier? Du, Nekomata, berichten, was passiert ist. Warum erzählt das plötzlich? Ich habe jetzt gelesen, das Leben beizubringen. Wir haben dem Weisen beigebracht, das Leben zu leben. Wir haben ihm beigebracht, zu leben. Dieser Luschenverein, Silvers, die Raileys.
しばらく経って赤賀組自身もここを離れたのさ。私らは今の赤賀組と関わりはないし、関わりたくもない。シルバーヘッドが治安局に追われてホローに落ちたのだってただの自業自得だとしか思えないね。え、今なんて。どうしたんだいお嬢ちゃん。確かに赤賀組とは関わりたくないけど。Sie ist bestimmt Mitglied gewesen von den Red Fangs, ne? Wie vorher wetten. Silberheadは治安局に追われてホローに落ちたの。ジャトヤにやられたんじゃなくて。それは。コレコちゃん、いや依頼人さん、分かってくれ。誤解を解こうとしたんだが、その、キラキラした目で見つめられると何も言えなくなっちまって。悪い。確かに俺たちはたまたま現場に居合わせた。けどあいつをやったのは治安局なんだ。そんな、あんたたちじゃなかったの。猫又、気を落とさないで。たとえ治安局の介入がなかったとしても、ジャトヤならシルバーヘッドに手こずることは。いや、我々がさ、甘いん。今回の件は確かに猫又が勝手に誤解しただけとはいえ、私たちにもほんの少し責任があるわ。片見探しの依頼料はちょっぴりおまけしてあげる。とにかくこの話は終わりよ。今は一刻も早く列車を奪って住民たちをここから連れ出さなきゃ。さあ出発するわよ。さあ、エンティエリアに着いたね。Minion aktiviert Fähigkeit. Chef beim Anwenden der Fähigkeit an Maschinenpistole auf. Ah, okay. Daher kommt das. Warum wird das aktiviert? Woher habe ich das? So, diese Dire Wolves. Okay. Boom. Okay. Ja, haben wir so viel Text, wenn er zu schnell weggeht, wenn ich hier durchgehe. Nein. Warte, es gibt noch was zu erledigen. Warte, warte. Ja, ich weiß. Ich wollte schon sagen, wir haben noch voll viel. Ich weiß gar nicht, was wir Sachen hier wir eigentlich bekommen. Ne? Wir haben einfach nur Punkte am Ende. Ich glaube, das sind Erfahrungspunkte, egal. Ne? Können wir aber nur einmal benutzen. Ne? Warte mal, da ist schon der Ausgang. Und ich habe noch, mir fehlt doch noch so ein Ding. Aber ich kann auch gar nicht zurück. Na, da oben. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, wir können einfach durch den Zug. Okay. Dann mal auf. In den Zug. In den Zug, in den Zug, in den Zug, Zug, Zug. Wir sind durch den Zug durchgegangen. Da schaffe ich. Diese zwei Hände sind zu allem bereit. Ich
Und ja, einige Leute haben sich beschwert, dass Weiss irgendwie zu generic aussieht. Ich bekomme die ganze Zeit irgendwie empfohlene Videos, wo Leute sich irgendwie über jede Kleinigkeit aufregen, ja, über dieses Spiel. Ja. Einige Leute finden die Animation irgendwie zu animiert, ne? Dem muss ich ehrlich gesagt ein bisschen zustimmen. Ich finde die Animation auch ein bisschen zu cartoonisch. Vielleicht gewöhne ich mich noch daran, ne? Gesichtsanimation finde ich klasse, aber wie Charaktere sich bewegen, ist ein bisschen unrealistisch. Aber das soll angeblich auch... Es sollte angeblich irgendwie auch der Sinn sein. Die Charaktere sollten etwas cartoonisch sein. Ich meine, du hast hier Charaktere wie Bären oder so, du hast so einen Wolfstypen, du hast so einen Bärtypen. Ich krieg das mit ihren Kombo nicht hin. Also das soll eigentlich schon so geplant gewesen sein von dem Sch- also die Charaktere, die sich so cartoonisch bewegen und so, ne? Aber ja, einige Leute haben sich darüber beschwert, einige Charaktere haben sich irgendwie beschwert, dass dieses eine Hai-Mädchen, also ihre Official Art irgendwie, keine Ahnung, da sieht man irgendwie, weiß nicht. Und ihre Kleidung sieht man irgendwie so ein bisschen ihre Nippel und die also so die Form ihres Nippels, und einige Leute haben sich darüber beschwert. Also ich sehe, Leute tun sich über jeden Mist aufregen. Ey. Das ist lächerlich. Mit benutze ich nicht Twitter oder irgendwie sowas, ey. Warte mal, hier komm mal her. Ah. Doch. Ich hab schon geswitcht, bevor der mich getroffen hat. Komm mal her. Zack. Also ist schon lächerlich. Aber ich mach doch. Ich weiß nicht, wann ihr dritte Angriff ist. Ich glaube, ich muss mit ihr noch mal hier üben oder so. Aber ich krieg grad nicht hin. Nein, ich will zu Billy. Also ja, klar, Leute haben sich beschwert, dass Weiß zu generic aussieht, dass die Animationen zu animiert sind, der Design Official Art von dem Hai-Mädchen. Also, das ist lächerlich. Also ja, das kannst du zu einem bestimmten Punkt nicht mehr ernst nehmen. Oh, der Typ. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Animationen sind auch ein bisschen komisch. Ne? Die bewegen sich ein bisschen zu viel, die Karte. Die Gesichtsanimationen sind klasse. Also ich meine, Parts irgendwie hier bearbeitet habe und so nochmal darüber gegangen bin, finde ich klasse. Nur hat die sich jedes Mal irgendwie zu viel bewegen bei jedem Satz, den sie sagen, so, was ist das? Es ist ein bisschen over the top, aber das soll angeblich der Sinn gewesen sein von dem Spiel. Also von daher, was willst du dagegen sagen, ne? Ja, die haben genau das gemacht, was sie erreichen wollten. Also, ja, Berserk ist voll brutal, aber Berserk soll brutal sein. Also ja, Mission accomplished. Du solltest sie erst gesprengt werden. Okay, haben wir schon mal unseren ersten Rechtschreibfehler, ne? Sie haben sogar Jimmy getötet. Vor allem Jimmy. Das dürfen wir ihnen nicht verzeihen. Ich
ご指示願います。パールマン長官、ご指示を。Das war ja gar nicht. Doch, wollte ich sagen. Dieser A. Was, Sir, was wird aus Jimmy? Haben wir ihn in eine Mülltonne gesteckt? Das ist der persönliche Wetdream von den Hauptcharakteren aus Honkai Star Rail. Euer Andenken? Kore, saki no sento de tamatama mitsuketan da. Atashi no kazoku no. Ja, Erbstück meine ich, nicht Andenken. Kore tte shashin? Utsutteru no wa anta to. Ich habe gesagt. Sekigagumi no silver head? Jitsu wa anta tachi o damashite tan da. Sekigagumi ni katami o ubawareta tte no mo. Uso. Atashi wa irgendwie klar. Und ihr seht von den Red Fangs, ne? Okay. Diesen Big Deal. Ich meine 5 Sterne, ne? Oder S-Rang. Gibt ja keine 4 oder 5 Sterne, es gibt nur S-Rang-Charaktere, ne? Oder A-Rang. にしつぼしても、それでもシルバーヘッドが引き取ってくれたことは事実だし、あそこは私にとって一番家に近い場所だったんだ。シルバーヘッドがホローにおびき寄せられて死んだと聞いて、私は復讐のためにあんたたちを同じようにデッドエンドホローに連れてった。だけど あんたたちは私が想像してたのと随分違って、子供を助けるためにホローを駆け回ってくれたり、ビジョンの陰謀を知った後もためらわず残ることを選んでくれた。結局シルバーヘッドが死んだのもあんたたちのせいじゃなかったし、私にはもうあんたたちに復讐する理由がない。赤画組は誓いを破って守るべき人たちを捨てちゃった。かつて一員だったものとして、組が同じ過ちを繰り返すことを黙って見てるわけにはいかないんだ。覚悟はできてる。私がビジョンと交渉してくる。安心して、パールマンって切り札もあるし、私の出身が赤画組だって知って、きっと交渉に応じてくれる。 Aber da kommt so ein Nekomata. Noch nicht werden wir aufgehalten, eine Tür. Dann schießt sie kaputt. Zur selben Zeit außerhalb des Wagens. Ich dachte, das ist der Typ auf der rechten Seite, wäre eine Robbe oder so. あんたたちのボスは私が預かってるんだ。彼に無事でいてほしいなら、対侵食装備とホローを抜ける最短ルートを用意して。ニコ、みんなのことは頼んだ。Wenige Augenblicke später.
dachte, er hat Paimon gesagt. Fairy, gib mir Nekomata Standort. ネコマタを止める方法はないのか。そうだとしても住民の救出なんて大事と。ネコマタ一人に背負わせるわけにはいかない。いや、wir müssen abstauben。人質なわけじゃいかないわ。でも列車に乗せるプランが失敗した今、どうやってエーテル適性のない住民たちを脱出させたらいいの。ああ、もう一瞬で全員にエーテル適性をあげる方法があればいいのに。 Vielleicht hilft es, wenn wir uns die Sache aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Warum sollte ein Berg zu einem Propheten gehen? Klingt nicht sehr weise. Na gut, dann gehen wir eben zum Berg. この2つは直線距離で結ぶ分にはそう遠くないの。デッドエンドホローの拡張で道が阻まれたから時間をかけてホローの中を通らなきゃいけないってだけ。ロフティーネでジェイさん、ちょっと見たんか、待ってくれ。縮小させられたら安全になった道から住民たちも一気に脱出できるってわけ。そうか、その手があったか。エーテリアスを叩けばいいだけだろ。 Töten, das können wir. Oh, perfekt. Ich wollte gerade sagen, da kommt bestimmt als Boss am Ende. So heftig sah der doch gar nicht aus. Das wäre so ein gigantisches Viech, ey. Wer ist überhaupt Monika? Ich höre die ganze Zeit den Namen. Wer ist das eigentlich? Die von Doki Doki Literature Club? Just Monika? Wir können uns einfach bei ihren Äther-Sprengstoff bedienen. Sie wird funktionieren. Yay. Wir sorgen für einige Explosionen. Na, wir sind immer noch nicht fertig hier. Boah. Wir sind schon fertig, Mann. Ja, wird ein langer Part hier. Bam, bam. War. Ich nehme an, ich mache dann hier mal kurz. Ich hätte nicht gedacht, dass da was war. Ich glaube, ich mache mal hier einen Schnitt, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit dieser Mission, ne? Gut. Ja, nicht gedacht, dass er hier so lange dauert, aber ja, ist halt so, ne? Gut, ist ja halt typisch MiHoYo, ne? Also die Dialoge sind aber zu lang. Dann sehe ich euch beim nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen mit der Story, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao. Hinterlasst ein Like und euer cooles Zeug.